Yo, moin Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem zweiten Channel, auf dem Fliegerfloyd-Channel mit der zweiten Reaction. Okay, ich muss aufhören mit der Brille. Ich habe sie extra ein bisschen schräg gemacht, weil alle Leute im letzten Video so getriggert davon waren, verständlicherweise. Ich war im Nachhinein auch sehr getriggert und auch die ganze Zeit mein Essensstück, das war viel zu lange, wirklich unangenehm lange auf meiner Lippe. Schaut gerne auf meinem letzten Video vorbei, wenn ihr getriggert sein wollt oder einfach ein geiles New Gameplay sehen wollt. So, heute gibt es aber kein eigenes Gameplay, weil ich anscheinend absolut uninteressant bin. Denn wir haben hier eine Person, die gestern Abend einfach Orion erspielt hat. Ja. Die älteste. Was? Die älteste? Die letzte und schwierigste Tarnung in ganz Modern Warfare 2, wo man jede Waffe auf Gold haben muss, jede Waffe auf Platin haben muss, jede Waffe auf Polyatomar haben muss und dann auch nochmal, glaube ich, die Orion Challenge. Warte mal, muss man die Orion Challenge für jede Waffe machen? Keine Ahnung. Werden wir gleich rausfinden, werden wir uns gleich angucken. Und es ist tatsächlich nicht Reed Boy, wie viele Leute dachten. Der hat ja die ganze Zeit, oder der war immer so bei jedem eigentlich auf dem Radar, auch bei mir eigentlich nur, als die Person, die gerade am weitesten mit dem Orion-Grind ist. Aber nein, tatsächlich war noch ein anderer, für mich jetzt persönlich, habe noch nie von ihm gehört, aber der scheint das schon öfter gemacht zu haben. Ich schalte mal direkt hier nämlich rüber auf Twitter. Das wollen wir uns nämlich heute mal angucken, wie er denn das Ganze geschafft hat. Ja, wie er darauf reagiert hat, wie seine letzte Runde war, wie die Tarnung aussieht und. Das schauen wir uns jetzt mal an. Der heißt nämlich Real Skullface, ja. Der war nämlich schneller als Reed Boy. Der hat es auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich schau mal kurz auf seinem Twitter. Ich glaube, der hat das hier nämlich auch geschrieben. Genau, hier. Back-to-back Camo Race Champs, ja. Also der hat das Ganze auch schon im letzten Jahr geschafft. Das ist anscheinend irgendwie eine eigene kleine Community, die da auf dieses Race, auf Camo Race geht. Und letztes Jahr in Vanguard hat er das anscheinend auch als erstes geschafft. Kranke Scheiße. Also mein Respekt. Ich weiß gar nicht, wie Leute mal so krass aufs. Also klar, ist irgendwie cooler drauf zu grinden, aber so. Wir müssen auch gleich mal gucken auf seinem Twitch-Channel, wie oft er am Tag gestreamt hat. Also letztes Jahr schon geschafft, dieses Jahr wieder geschafft. Wir sehen jetzt schon so ein bisschen Orientierung, aber das wollen wir uns jetzt zum Schluss angucken. Hier sieht es eigentlich schon ziemlich geil aus. So, war wie gesagt schneller als Reed Boy tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es noch jemand anderen gibt, der da so geistkrank drauf geht. Was ist das hier? Ich glaube, das ist hier so. Hier sind wahrscheinlich die ganzen Links, oder? Ja, sehr gut. Dann schauen wir mal bei ihm auf Twitch vorbei. Skullface49 ist tatsächlich nicht mehr Twitch-Partner. Boah, das ist irgendwie schade, wenn er so ein krasser COD-Grinder ist. Und nicht mehr Twitch-Partner ist, ne? Lass natürlich auch gerne mal ein Follow da. So, schauen wir mal jetzt hier bei den Videos. Okay, lass da gerne mal ein Follow da, als wäre ich so, als wäre ich auf meinem Zweit-Channel jetzt so jemand, der jetzt so riesige. Hab noch nicht mal selbst ein Follow da gelassen, so. Jetzt. Als wäre ich so auf meinem Zweit-Channel jetzt so derjenige, der so ewig eine riesige Masse mobilisieren kann und. Ja, egal. Lass da auf jeden Fall trotzdem gerne ein Follow da. So, wollen wir jetzt mal gucken hier. Wann ist MW2 rausgekommen? Camo Race hier, Road to Camo Race. World Series of Warzone Champ, ist der auch? Ja, nevermind. Ist wahrscheinlich voll der bekannte Typ und ich kenne ihn einfach nicht. Schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal vorher von ihm gehört habt. Ich habe jetzt von ihm vorher nie was gehört. MW2 Camo Race, hier fing es dann an. Am ersten Tag hat er nur 9 Stunden gestreamt, oder wie? Ich will mal ganz kurz nur reinschauen. Wir schauen uns, wie gesagt, gleich die letzte. Die letzte Runde natürlich an. Was hier? Are we live? I think we're live. Wenn er hier wüsste, dass er wieder der Erste ist, der das wieder schafft. We're live. Ja, du bist live. Okay. Ist auch direkt auf LMGs gegangen. Egal, wollen wir uns nicht angucken. Wir wollen die letzte Runde sehen. So, hier 9 Stunden gestreamt. Das ist, ich hätte jetzt sogar mehr gedacht. Okay, hier dann 7 Stunden. Warte mal, aber er hat ja auch schon 9 von 51 am. Der Stream ist, glaube ich, ausgefallen. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ich glaube, der Stream ist ausgefallen. Also, der ist halt. Internet ist kurz abgebrochen, hat er direkt weitergestreamt. Das würde sonst keinen Sinn ergeben. Hier hat er auch 20 Stunden fast gestreamt. Dann wieder 20 Stunden. 22 Stunden. 18 Stunden. Und gestern nochmal 25 Stunden. Hat der Junge überhaupt geschlafen? Hat der junge Mann überhaupt geschlafen? Einmal? Digga, das ist doch, also das ist doch gottlos. Der ist ja wirklich
aufgestanden und hat. Okay, komm, scheiße. Wir müssen uns das angucken hier. Wann war seine letzte Runde? Hier hat er noch Platin. Oh mein Gott, was? Hat er das hier schon? Nee, okay. Hier hat er das auch noch nicht. Ist das die letzte Runde? Hier ist die AK. Die hat er auf jeden Fall auch noch nicht auf Orion. Oder ach, er spielt hier die ganzen Sachen auf Orion, glaube ich, ne? Ah, ne, hier hat er's. Okay, hier hat er's geschafft. Okay. Auf der Map. Nee, die Map nicht. Oder was schreiben. Nee, die schreiben hier schon Gift, Zaps und so weiter. Ich bin maximal verwirrt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier gerade so lange suche. Ich hätte das vielleicht auch mal ein bisschen besser vorbereiten sollen. Nein, ich. Scheiße. Warum habe ich hier keinen Sound? Ah, er hat's hier schon. Nein, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Nein. Was tun wir? Aber es spricht auch ein bisschen für mich. Ich bin leider ein chaotischer Mensch. I'm talking dick. Hold up. So, hier ist es, glaube ich. Ja. Nein, er hat Copyright-Musik. Nein, ohne sowas. So. Nein, hat er die ganze Zeit Musik abspielen? Oh nein, bitte ist die. Oh Gott. Bitte ist die Musik Copyright geschützt. Na egal, scheiß drauf. Komm, schauen wir uns jetzt an. Das ist sowas, ja. Das ganze Video wird gesperrt sein zu 100%. Egal. Fuck that map. So, schauen wir ihm zu. Warte, ich mach mal hier mal auch noch, dass sie aussehen, damit wir ihn noch ein bisschen besser sehen können. So. Oh nein, er spielt jetzt die ganze Zeit Musik. Oh, bitte nicht. Das ist ja wirklich total Katastrophe für jeden, der darauf reagiert. Punch, man. But just keeps on going. Like, what the fuck is he doing, man? Like, okay. Yeah, honestly, what is keeping him up, you know? Was, ich weiß nicht mal welche. Wow, was ist das für eine Knife-Animation, hä? Huh? Guys, crazy. Ah, er hat Musik ausgemacht. Nein. Oh, god damn! Er ist so gehypt. I should have listened to this fucking 10 oh, guns ago. Ich will auch gar nicht. Ich glaube, der hat das auch mit Absicht so geheim gemacht und dann Reedboy quasi so einen Turn-On gegeben. Alle haben so über Reedboy geredet und dann hat er ihm so einen Turn-On gegeben. Aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht die beste Variante, oder? Also, ich glaube, man sollte. Also, um so auf sich aufmerksam zu machen, hat es der Reedboy viel besser gemacht. Ich glaube, Reedboy hat von diesem ganzen Grind viel mehr gehabt als er, glaube ich. Oder kommt mir jedenfalls so vor. Weil alle Leute, also gut, jetzt im Nachhinein reden jetzt auch die Leute wahrscheinlich viel über ihn, aber es hat der letzte Jahr anscheinend auch nicht so krass funktioniert mit Vanguard. Dass er jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, es war nicht so die richtige Taktik, dass er. Ich mach ein bisschen leiser. Ist auch, glaube ich, nicht so die richtige Taktik, dass man das halt so geheim macht. Vielleicht hat er es auch nicht geheim gehalten, vielleicht glaube ich jetzt auch nur Quatsch. Aber, ah, okay, ich glaube, er muss auf Headshots gehen. Ja, okay, er muss auf Headshots gehen anscheinend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, er spielt frei für alle für Headshots. Boah, lecker Schmecker. Schön 3 von 3 Kills und alles Headshots gewesen. Boah. Hat aber auch ein lecker Aim, ne, muss man sagen. Okay, da kann er nicht auf Headshot gehen, wenn er ihn reinjumpt wie ein Verrückter. Oh, jetzt hat er Musik auch ausgemacht. Das ist nett von ihm. Dankeschön. Ja, Copyright hat eh schon zugeschlagen. Egal. Jetzt ist es zu spät. So. Was? Nein! Nein, hör doch auf! Mach doch jetzt nicht nochmal Musik! Ja, okay, komm, mach Musik an. Du hast es dir verdient. Er hat einfach jetzt Sehen hops genommen, der auf ihn reagiert, der mit dem YouTube-Video auf ihn reagiert. Schade, na egal. Ich hoffe einfach, dass es kein Copyright ist. So. Ich hoffe jetzt aber auch, dass er so richtig geil. Er ist jetzt schon sehr, sehr hyped. Er wird ja gleich richtig, richtig ausrasten, nehme ich mal an, oder? Also. Oder? Gut, er weiß ja jetzt eigentlich auch schon, dass er der Schnellste sein wird, so. Aber ich glaube, er wird sich trotzdem hoffentlich freuen, ne? Dumbass. Erstmal Trash-Talken. Wie viele Kills muss er machen? Ich weiß leider gar nichts. Das ist wirklich die schlechteste Reaction der Welt, glaube ich. Ich habe mich null drauf vorbereitet. Es tut mir wirklich leid. Ich bin gerade komplett. Also, wir reden hier quasi live miteinander, weil es ist gerade 18.46 Uhr, ja? Normalerweise möchte ich ja immer um 18 Uhr hochladen, so in dem Dreh auf dem zweiten Channel. Daddy, was? Still got Daddy. Daddy popped again.
Und ich bin absolut heute im Stress gewesen. Ich hatte heute einen Uni-Vortrag, der ging bis 14 Uhr. Bin nach Hause gekommen, musste direkt Sachen für eine Partnerschaft machen. Hatte keine Zeit heute zu streamen. Hatte jetzt den Upload nicht ready. Ich musste jetzt sofort auf diese Reaction, also ich muss diese Reaction jetzt hier gerade machen und dann sofort hochladen, damit heute noch ein Video kommt, weil es wäre schon sehr, sehr doof, wenn ich im ersten Monat direkt einen Tag mal nicht hochladen würde. Ah, 9 von 25, okay. Okay, er muss 25. Ach so, ah ja, stimmt, er hat gerade Platin, muss. Okay, jetzt ergibt alles Sinn. Er spielt gerade das letzte Polyatomar. Aber für Orion muss er dann keine Challenge machen, oder? Ist es bei Orion auch so, dass er dann wieder Challenges für jede Waffe machen muss? Oder hat er dann direkt Orion für jede Waffe? Ich meine, wir werden es ja gleich sehen. Digga, er hat so ein Headshot-Aim, ne? Krass. Gerade bei dem COD, wo der Headshot-Multiplikator so geisteskrank ist, sind halt Headshots so schmeckerlecker, ne? Digga, es sieht so easy aus bei ihm, hä? Es sieht so easy aus mit den Headshots, oder? Komm mir so vor. Okay, jetzt nicht. Da ist auch kein Aim Assist durch dieses Gelände, das ist so eklig. Er spielt ja, glaube ich, Controller, oder? Ja, er spielt Controller. Oh. Ich schwöre, das sieht wirklich aus wie... Als wär es so über easy, den Kopf zu treffen. Hä? Oder ist es einfach eine Ist es... Die sind aber auch nicht gut, oder? Bin ich gerade lost. Die sind aber auch nicht. Das sieht ein bisschen aus. Also ich will jetzt hier die Leistung absolut gar nicht schlecht reden. Aber komm mir so vor, oder? Die Leute sehen auf jeden Fall nicht so blessed aus, oder? Ja, stirbt jetzt direkt wieder. Ja. Ich mach die ganze Zeit noch in der Zukunft mache ich die ganze Zeit noch Auge. Ja, schade. Stirbt die ganze Zeit nur, weil ich es sage. Aber, na egal, scheiß drauf. Aber man muss natürlich auch nochmal appreciaten, wie gesagt, das Headshot-Aim schmeckt sehr. Und vor allem dieser geisteskranke Grind, ja. Der junge Mann ist hier schon seit 24 Stunden live, ja. Nachdem er irgendwie 6 Tage oder so 19 und 20 Stunden die ganze Zeit live war. Der hat wirklich kaum geschlafen. Kommt direkt wieder. Oh. Schmeckt. Add him to the list. Ich bin sehr gespannt auf seine Reaktion, ob er jetzt so richtig ausrastet oder ob er so in sich reinfreut-mäßig, weil er eh schon zu dem Zeitpunkt, er weiß ja jetzt zum Zeitpunkt jetzt schon, dass er der Erste auf der Welt sein wird, so. Ist ja klar. Ist ja jetzt keine große Überraschung mehr für ihn, ne? Welche Waffe ist es eigentlich gerade? Welche spielt er? Ist es die AK-545? Ja, ne? Kein. Aber... Ich sag ehrlich, ich habe Frei für alle noch nicht einmal gespielt in dem Spiel, aber es sieht ziemlich lecker aus, ne? Ich glaube, ich muss Frei für alle mal spielen, sieht eigentlich ganz geil aus. Jetzt nicht unbedingt, um auf Streaks zu gehen, aber man kann anscheinend... Na, ich wette... Oh! 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 Oh, gib mich mal! Bro! Rewind. Bro! Was hast du gerade für ein Turn angekassiert? Aua! Nein! Was macht er mit ihm? Hallo? Einfach keine Reaktion in seinem Gesicht. Geht's dir gut? Der Mann ist wirklich schon... Der ist wahrscheinlich schon... In dem Grind ist ihm wahrscheinlich schon alles passiert. Der kriegt das... Der hat diesen Sinn gar nicht mehr. Der merkt es gar nicht mehr. Der ist wahrscheinlich schon... Du darfst ja auch gar nicht, also wenn du wirklich auf so einen Grind gehst, du musst ja auch ruhig bleiben, du darfst ja auch gar nicht so krass ragen und so weiter, ne? Ich meine, okay, bei ihm könnte, glaube ich, gerade alles passieren. Ihm könnte gerade wirklich live von hinten einer einfach ein Zeh brechen oder, ganz komischer Vergleich, ein Zeh brechen und dem wäre es wahrscheinlich gerade scheißegal, weil er gerade so viele Glücksgefühle hat oder so. Aber hallo, er kann doch nicht so einen Sniper-Turn kassieren und einfach gar nicht drauf reagieren. Hat er die Musik jetzt eigentlich wieder ausgemacht zwischendurch? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Keine Ahnung. Wie viel kannst du noch mal kurz aufs Scoreboard bitte? Ah ne, 23 Kills. Achso, ja gut, er hat 23 Kills, aber gut, davon waren jetzt nicht alles Headshots. Ah, so geknallt. Hallo? Auf einmal hat er kein Headshot-Aim mehr, er ist auf einmal nervös. Was passiert hier? Ah, ist die übrigens die Kasse auf 545 gewesen, hatte recht. Haben wir gerade nochmal gesehen. Hallo? Er ist ja übernervös jetzt auf einmal. Was passiert hier gerade? Was schreibt der Chat eigentlich? Warte, das muss ich auch nochmal ganz kurz schreiben.
Das, dieser Emote wurde mir auch schon mehrfach mal in meinen Chat geschrieben. Ist das ein bekanntes Streamer oder so? Ja, er ist safe nervös. Er hat ja auch wahrscheinlich safe richtig viele Zuschauer gerade gehabt in dem Moment. Der ist safe gerade richtig nervös gewesen dann zum Ende hin. Komm. Meister, bitte mach mal. Er macht das gerade für jeden YouTuber, der da bei ihm geht, er einfach die Watchtime hoch, weil das Video länger verlängert wird, weil er gerade mit Absicht jetzt daneben schießt oder so. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich sag vorhin noch, er hat wirklich so ein geiles, cleanes Headshot-Aim. Auf einmal shaket er die Shots komplett. Kronos aus, ja. The champ's down. He's not getting up. Oh, fuck. Ah, schmeckt. Komm, in der Runde holst du es dir doch, oder? Komm, in der Runde holst du es dir. Like it's fucking nothing. Oh, ich möchte aber auch gar nicht wissen, Chat, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sein Zimmer stinken muss? Also wenn jemand wirklich 6-7 Tage am Stück... Alter, wer ist dieser Sniper? Hallo? Er ist der Beste der Welt? Ja, am Ende ist es auch irgend so ein Streamer, der auch eins vor Orion war oder so. So. Sag mal nochmal zwischendurch, wie viel brauchst du noch? Sag mal was. Ah, das ist sogar der Sniper, der ist so, er hat's geschafft. Baby. Er hat's geschafft. Fucking go. We got. Und dann champ came back. Und dann champ won. Let's fucking go. Let's go. First in the world, baby. Man, let me win this game too. Und der gewinnt noch. Get out of here. Let's go. Let's go. The Goggins. Erstmal Wasser trinken. Digga, die Amis haben immer so riesige Wasser. Immer so riesige Container. Stay down? No, I'm getting right back up. Digga, wer ist der Sniper, hallo? Cheater. Ja. Er ist der Beste der Welt. Look at that. Boom. Positive. Digga. Wie unsatisfying war das, dass einfach nur so ein kleiner goldener Pokal in der Mitte war? Ich wirklich hasse es, ne? Ich krieg das auch nie mit. Irgendwie die Zuschauer kriegen das immer mit, wenn ich gerade Herausforderungen freigeschaltet habe. Ich krieg das gar nicht mit, weil da kein Sound kommt, keine. Hier, du hast die Tarnung und so weiter freigeschaltet. Und seine Reaktion war jetzt aber auch nicht. Also, das ist so freue ich mich mehr, wenn ich Gold erreiche immer bei einer Waffe, oder? Oder nicht? Zeig's, Baby. Zeig die Tarnung. Komm her. Zeig die Tarnung. Auf nach Sniper. Auf der AK. How do you use the firing range? Wie finde. Er weiß nicht mal, wie man die Firing Range nutzt. Der größte, wirklich mit der meisten Spielteil im Spiel, weiß nicht, wie man Firing Range benutzt. Boah, die sieht schon. Alter, die sieht schon richtig geil aus. Let's go! First in the world! Wenn die noch mehr animiert wäre. Oh my god! Boah, die ist schon sexy. Okay, ich dachte erst, Polyatomar sieht geil aus, aber ich muss sagen, Orion sieht doch geil aus, oder? Was sagt ihr, Chat? Polyatomar oder Orion? Wenn die, stellt euch jetzt die nochmal vor, also die soll ja animiert sein, überlangsam, ganz, ganz wenig. Ich sehe da zwar keine Animation. Ich denke mal, das wird hoffentlich noch gepatcht, dass sie noch animierter ist, also dass sie sich schneller bewegt und so weiter. Aber wenn die Tarnung noch mehr animiert ist, dann ist es eine absolute 10 von 10 Tarnung, oder? Oder was sagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was würdet ihr sagen? Ja, zeig auf einer Sniper. Was würdet ihr sagen, von 1 bis 10, was gibt ihr der Tarnung? Und welche findet ihr besser? Findet ihr Orion besser oder Polyatomar? Ich dachte erst Polyatomar, aber jetzt, wenn ich das Ingame sehe... Nein, ach, lasst es mit der Musik. Lasst es bitte mit der Musik. Warte mal, er hat die Musik nicht im Stream laufen. Ich glaube, er hat das in der VOD aus, aber die Musik ist in seinen Ohren so laut, dass die durch sein Headset am Mikro zu hören ist, glaube ich. Oder? Ja! Ja! Ich mach die Musik mal aus jetzt. Er hat die Musik so laut in sein Headset, dass man das im Dings hört. Ich meine, ich glaube, das Video wird eh nicht mehr monetarisiert, weil man das vorhin schon zu laut gehört hat die ganze Zeit. Aber, Digga, was? Hören wir noch kurz rein? Ja, komm. Zeig uns noch eine geile Sniper, come on. Signal 50, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, zeig her, Baby. Oh! Geil. Junge, die Tarnung sieht richtig geil aus, hä? Okay, never mind. Ich dachte eigentlich ursprünglich, die sieht echt nicht geil aus, aber die ist ja übersick. What the fuck? Machen wir nochmal hier. Waffeninspekt, come on. Mach an.
Mach Waffeninspekt. Hallo? Ja, oder auch nicht? Er macht. Ah ja, okay, jetzt macht er seine Facecam aus. Und machst du noch einen Waffeninspekt? Kriegst du die. Kriegst du den Facecam? Hä? Er hat Facecam ausgemacht, aber nicht. Hä? Ja, egal, scheiß drauf. Okay, ja, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass er ein bisschen krasser drauf reagiert, ehrlich gesagt. Er ist der Erste der Welt, der Orion erspielt hat und sagt so, let's go, back to back. Okay, na gut. Wie fandet ihr die Direction? Ich weiß, ich war ein bisschen unvorbereitet, also es tut mir leid, aber ich habe wenigstens die Brille gerade gerichtet. Immerhin schon mal ein kleiner Punkt. Dankeschön fürs Zähneschauen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Orion oder Poliette mal besser findet. Und noch ein Rating von 1 bis 10, wie ihr Orion findet. Ansonsten, Dankeschön, wie gesagt, fürs Zähneschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video.